was hier politisch durchgesetzt werden soll. Bemerkt ihr nicht, dass die inszenierte Pandemie nur der Einstieg für den Great Reset ist? Dass die wachsende Inflation zu hoher Massenarbeitslosigkeit führt und mit zu diesem Plan gehört, den Mittelstand abzuschaffen? Heute war es Kino, Charlie Chaplin, The Kids. Ja, lass mal sehen. Dann weißt du, wie es geht. Ne? Bettel Arm? Bettel Arm. Ja. Der Agenda 2030 zu verschleiern. Aber schlaf ruhig weiter, ihr lieben Unternehmer. Gute Nacht. Wir sehen uns dann am Jobcenter. Und jeder nur ein Kreuz. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Unternehmer. Und Menschen aus dem Medizinbereich. Das lange Schweigen und Verstecken hat endlich ein Ende. Die Menschen mit der Internetkarte folgen nach sich. Steht der Baum, ne? Ja, den haut auch keiner so schnell um. Der ist noch ein bisschen älter. Ja, aber. Hat aber genauso viel Würde. Ja. Mit dem Baum im Hintergrund. Was? Mit dem Baum im Hintergrund. Guck dir mal an, was das für ein Bomber ist. Ja. Ich hab's dir versprochen. Du warst auch immer bei uns gewesen. Ja. Ich hab mich jedes Mal gefreut, wenn ich dich gesehen habe. Ja. Aber hat ja gut geklappt soweit. Trotz Schwierigkeiten. Ja. Aber du, ich glaube, das hängt irgendwie, das muss ja fast sein. Ja, das Problem ist halt, wenn die einen Trommler nicht zusammenbleiben, ich verstehe es. Ja. Ich weiß, es gibt noch immer Kriege und nicht nur in Afghanistan. Ich weiß, gefragt sind heut Intrige, Gerissenheit und Größenwahn. Ich weiß, auch Reiche sind bestechlich,
das kluge Dummheiten begeht. Ich weiß, wer weich ist, gilt als schwächlich, doch ich kann keinen weinen sehen. Ich weiß, dass junge Leute morden im Dienste für mehr Menschlichkeit. Die größten Gauner tragen Orden, der Zeitgeist macht sich ziemlich breit. Ich weiß, dass Menschen sich belügen, selbst wenn sie vor dem Spiegel stehen, weil sie sich selber nicht genügen. Doch ich kann keinen weinen sehen. Ich weiß auch, wo Vergleiche hinken, doch steht in meinem Tagebuch, der Volksmund sagt, Geld kann nicht stinken, woran erinnert sein Geruch? Die Menschen sind oft so durchtrieben und so viel Schlimmes ist geschehen, dass mir nicht leicht fällt, sie zu lieben. Doch ich kann keinen weinen sehen. Ich weiß, wir können schlecht verlieren und geben Fehler ungern zu. Und wenn uns Dinge irritieren, dann machen wir sie zum Tabu. Ich weiß, das Herz verliert die Flügel und irgendwann bleibt es dann stehen. Ich weiß, der Tod hat uns am Zügel. Doch. Na, mein Kleiner. Ja, ist schon ein bisschen müde, aber. Ja. Ich hab vorhin mit ihr gesprochen, ne? Mit ihr habe ich vorhin gesprochen. Ich habe sie darauf angesprochen, auf ihre Rede, die Anmoderation für die Demo. Weil die kam unheimlich gut rüber, ne? Die hat das so beeindruckt und so gut hat sie die Einladung ausgesprochen, ne? Hab ich auch gesagt. Da warst du ganz groß. Ne? Ja. Also die Dame, die hat schon Fähigkeiten. Ja. Soll man nicht unterschätzen. Ja. Ich glaube auch. Also ich glaube, dass viele Leute, die hier sind, irgendjemandem unterstehen. Ja, ja. Oder auch bei irgendjemandem unterhalten. Außer die Kriminellen. Ja. Also die hat auf jeden Fall hat ein ziemlich starkes Durchsetzungsvermögen. Auch in der Polizei. Der Typ war ja auch eng lang, ne? Ja. Aber irgendwie hat Respekt für ihr gehabt. Ja. Ich mach mal ganz kurz hier. Danke, Malcolm, danke,
Kendrick, Gandhi, Mr. King, John Lennon, Rio Reiser, Tupac, Bruce Lee, Geschwister Scheu, Che Guevara und Mr. Michael Jackson, Mr. Jackson, weil sie für den Frieden kämpfen. Keine Angst, einer feindlichen, unvertretenen Welt, der niemals abgeschlossen wird.